Moin Moin und ein herzliches Willkommen bei Finanzkroko. Ja, ich habe wieder zugeschlagen und zwar habe ich heute zwei Aktien nachgekauft. Die erste sehen wir hier direkt, das ist Amazon und Amazon hatte ja vor einigen Tagen Quartalszahlen und ich sag mal, der Gewinn war sehr, sehr gut, aber die Umsätze, die Prognosen wurden nicht geschlagen. Das könnte ich mal einmal kurz zeigen. Hier sehen wir das einmal und zwar hier am 29.07. gab es die Quartalszahlen, die Gewinne wurden übertroffen, auch nicht wenig, aber die Umsatzprognose, die war leider ja etwas zu hoch. Umsätze waren es nur 113 Milliarden. So, Prognose war aber 115 Milliarden für das Quartal. Deswegen ist jetzt Amazon ein wenig abgerutscht und zwar sehen wir hier vorne, nach den Quartalszahlen sind wir hier etwa ja, 7% abgerutscht. Jetzt in den letzten 5 Tagen insgesamt sind das jetzt knapp 9% und für mich bedeutete das jetzt, da ich ja Amazon in meinem Langfristdepot habe und auch zu meinen Top 5 Werten gehört, wollte ich es etwas aufstocken. Deswegen Amazon Nachkauf. Diese 9% nehme ich gerne mit und falls Amazon weiterhin fallen sollte, werde ich sie noch weiter nachkaufen. Vermutlich jetzt nicht so einfach, aber die laufen bei mir jetzt im Sparplan für mein Langfristdepot Amazon. Da werde ich ein bisschen halt aufstocken, vielleicht mal zu Top 3 Positionen machen. Zu meinen Top 3 sind ja wie gesagt Top 5, Top 6. Und jetzt können wir uns auch ein wenig die Zahlen anschauen von Amazon. Hier sind wir bei TraderFox, die Qualitätscheck 14 von 15 Punkten, also sehr gut. Umsatzwachstum der letzten 5 Jahre liegt bei 29%, also Wachstum, auch wenn sie jetzt den ein Quartal nicht getroffen haben, die Prognose, ist dennoch ein Umsatzwachstum festzustellen. Also man sieht hier Umsatzwachstum, wenn man das natürlich auch nicht kurzfristig denkt, so wie ich, sondern langfristig auf Jahre gesehen, dann ist ein einziger Quartal eigentlich uninteressant. Deswegen betrachten wir mal die ganze und Umsatzwachstum der letzten 5 Jahre liegt bei 29%. Gewinnwachstum sogar, hier sehen wir 100% in den letzten 5 Jahren im Schnitt. Den Kurs, den langfristigen Kurs können wir hier auch sehen. Das geht steil, steil nach oben. 2012 noch bei 166 US-Dollar, mittlerweile ja bei 3300, glaube ich, gewesen US-Dollar. Und ich denke mal, in den nächsten Jahren werden wir hier auch noch viel, viel höhere Kurse sehen. Wer soll denn an Amazon vorbeikommen? Wir haben hier die Cloud, wir haben verschiedene Amazon.de, Amazon.com, also die Waren, Drittanbieter und Plattformen. Also das Amazon ist ein Gigant. Das Streaming auch noch dabei, also wirklich fast alles, was es eigentlich gibt, hat Amazon und Cloud wächst besonders. Das ist der stärkste Bereich bei Amazon und der wächst ungemein. Also wir sehen hier noch ein paar andere Kennzahlen wie Eigenkapitalrendite von 25%, auch sehr, sehr gut. Wir können uns mal hier die Daten mal etwas genauer anschauen, dann sehen wir hier Umsätze 2020, also letztes Jahr 386 Milliarden erwirtschaftet, 2021 soll es dann schon 490 Milliarden sein, also dieses Jahr und nächstes Jahr laut Prognose bei etwa 580 und übernächstes Jahr 680 Milliarden, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, 2020 fast 400 Milliarden und 2023 sollen es dann schon fast 700 Milliarden Umsätzen generiert werden. Ja, also ein Unternehmen, kennen wir alle, wächst vielleicht nicht mehr so stark wie vor Jahren, aber dennoch sehr, sehr gut und jeder, denke ich mal, ist glücklich, wenn er Amazon im Depot hatte, zumindest in den letzten Jahren. Also ich habe jetzt nochmal nachgekauft, habe einen kleinen Dip genutzt, man sieht ja, das ist jetzt nichts Großartiges, es ist nicht sehr stark gefallen, wenn man es aufs Jahr jetzt sieht, nicht sehr stark gefallen, aber ich habe ihn einfach mal jetzt genutzt und mal einen kleinen Dip hier und ja, mal nachgekauft. Wollte ich eigentlich schon immer machen, schon seit Jahren immer so mal nachkaufen, habe es mal früher
Ich glaube, die Aktie, glaube ich, für, ich weiß gar nicht aus dem Kopf mehr, 900 € mal gekauft, glaube ich. Mittlerweile, wir sehen es ja bei 2,8. Also hier musste man schon etwas mehr bezahlen. Ich lasse es das Ganze einfach über den Sparplan laufen. Das ist natürlich dann, kann man mit weniger hantieren und auch auf längere Zeit. So, also Amazon bei mir ein Nachkauf und der zweite Wert, das ist PayPal. Wir sehen hier direkt auch Qualitätscheck 15 von 15 Punkten. PayPal hatte ich ja, glaube ich, das letzte Mal im letzten Jahr, glaube ich, gekauft. Ich habe es einmal gekauft und ich muss mal schauen, wo PayPal gerade jetzt im Moment steht. Und zwar sehen wir genau 228, ja. Ich habe das, glaube ich, das gekauft, hatte ich die, glaube ich, bei 160 oder 170 € letztes Jahr. Und da habe ich gedacht, ganz ehrlich, dass PayPal vielleicht noch etwas günstiger wird. Deswegen habe ich da auch nur eine ganz kleine Tranche von gekauft. Leider falsch gelegen. Die Aktie ist weiterhin gestiegen. Da kann man natürlich im Nachhinein sagen, ja, zum Glück habe ich es schon mal so quasi in den, ja, einen halben Fuß drin gehabt. Also ich habe da schon ein bisschen was gekauft, aber nicht meine volle Position natürlich. Mache ich eigentlich fast nie, aber ich kaufe dann schon bei der einen oder anderen Aktie vielleicht ein bisschen mehr, wo ich glaube, dass die steigen wird und bei denen, die etwas vielleicht fallen könnten, da bin ich etwas vorsichtiger und kaufe etwas weniger. Bei PayPal dachte ich eigentlich, oder habe es vielleicht auch gehofft, dass sie noch weiter fallen würden. War leider nicht der Fall, sind eher gestiegen und jetzt seit wo war das? Ja, genau, wir haben hier 2021, ja, sowieso, 23. Juli stand das Unternehmen bei 260 €. Wir sind ja, wie wir sehen, ein bisschen gefallen in den letzten Tagen, um die 10% und für 228 jetzt habe ich mir sie heute nachgekauft. Ja, ist immer noch teurer als 160, 170 €, aber immer noch günstiger als 260 €. Und da ich von PayPal überzeugt bin, dass sie noch in den nächsten Jahren viel höher stehen werden als heute, habe ich mir gesagt, okay, dann kaufe ich jetzt mal wieder nach, weil, wie gesagt, PayPal habe ich nur eine ganz kleine Position und die würde ich doch schon gerne erhöhen. Und durch diesen kleinen Dip jetzt, kann man sagen, habe ich jetzt die Chance genutzt und mir eine weitere Tranche ins Depot gelegt. Sollte PayPal hier weiterhin fallen, bis auf Kurse vielleicht 160, 170 € werde ich hier meine Position verdoppeln. Ganz einfach. So ist das. Dann auch hier können wir uns mal die Daten anschauen. Umsatzwachstum der letzten 5 Jahre im Schnitt 18% jährlich. Also auch sehr, sehr gut. Gewinnwachstum bei PayPal in den letzten 5 Jahren 29% im Schnitt gewachsen. Also wir sehen auch hier die Nettogewinnmarge liegt bei 15%, die Rendite auf das eingesetzte Kapital liegt auch bei etwa 13, 14%, Eigenkapitalrendite bei 17%, also alles im grünen Bereich. Die Volatilität mit 5% ist das etwas hoch, aber für ein Technologieunternehmen und ich sag mal für einen Wachstumswert wie PayPal ist das schon sehr niedrig. Kann man auch auf jeden Fall ein Häkchen dahinter machen. Auch hier im langfristigen Chart sehen wir, dass 2016 von 30 US-Dollar mittlerweile auf etwa 300 US-Dollar sehr gut gestiegen. Also die Performance kann sich sehen lassen. In den letzten 6 Jahren im Schnitt von 34% jährlich an Performance hat PayPal hingelegt. Ob es in der Zukunft auch so weitergehen wird, glaube ich nicht. Wir können ja mal schauen, wie ist denn das Wachstum für die nächsten Jahre oder die Prognose für die nächsten Jahre. Das scroll ich mal kurz durch. Und zwar auf dieser Seite war das. Dann können wir uns mal anschauen. So, erwartetes Wachstum. Wir sehen hier für die nächsten 3 Jahre im Schnitt Umsatz soll um 20% wachsen, Gewinn soll um etwa 16% wachsen. Wenn auch der Kurs so um etwa 15 bis 20% wachsen wird in der Zukunft, dann ist das schon mal sehr, sehr gut. Wie gesagt, in der Vergangenheit ist er ja um etwa 34% Performance hatten wir, eine Rendite jährliche gehabt. Wenn wir das jetzt bei 20% haben sollten, ist es immer noch sehr, sehr gut. Also auch ein sehr langfristiges Investment von mir. Wollte ich schon seit längerer Zeit aufstocken, aber für den Preis hatte ich mich immer ein bisschen gesträubt. Jetzt dachte ich mir, okay, komm, der Dip ist da, haue ich mir noch ein bisschen was ins Langfristdepot.
Also auch hier sehen wir die Umsätze 2020 bei 21 Milliarden, ja, also viel, viel weniger als bei Amazon, klar, ist ja auch kein Vergleich. 2021, dieses Jahr, soll es um 4 Milliarden mehr schon sein, 2022 bei 31 und 2023 dann sogar schon fast bei 40 Milliarden, also von 2020 auf 2023 kann man sagen, fast eine Verdopplung, nicht ganz, aber 2024 soll es dann die Verdopplung schon ja, verstanden, also soll dann wirklich, denke ich mal, durch sein. Also auch ein wirklich super geiles Unternehmen, wie ich finde. Ich persönlich benutze PayPal auch ständig, hin und da, also über Zahlung, über PayPal mache ich eigentlich sehr, sehr oft. Bei Amazon kaufe ich auch sehr, sehr oft ein, also ich bin dann quasi einer der besten Kunden bei Amazon selber, habe die Aktien, ich bin davon sehr, sehr stark überzeugt. Hätte man natürlich das kleine, oder sag mal, genügend Kleingeld für Amazon, könnte man sich natürlich einen Batzen kaufen, aber Amazon ist natürlich einfach sehr, sehr teuer. So, das war's dann, denke ich mal. Also PayPal und Amazon habe ich jetzt nachgekauft, die beiden Werte diese Woche. Ja, ich bedanke mich dann fürs Zuschauen und würde sagen, wir sehen und hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.